Leute, und herzlich willkommen zu Flipping Death. Ich habe von dem Entwicklerstudio einen Key zugeschickt gekriegt über Keymailer. An der Stelle ein herzliches Dank an der Stelle. Und ich glaube, ich mache es mal noch mal leiser, ganz kurz für mich selber. Moment, dafür muss ich doch das Spiel einmal kurz nochmal beenden. Entschuldigung. Weil sonst öffnet er irgendwie keine Fenster im Hintergrund. So, jetzt sehen wir gleich nochmal das fantastische Einleit-Intro. Und ich muss OBS sehen, damit ich auch die Zeit habe. So. Ganz kurz und knackig erklärt, wir spielen einen Teenager namens Jenny, soweit ich das habe, oder Janin, oder Jane. Moment, bevor ich hier Quatsch rede. Geht sofort weiter. Aber ich will halt keinen Schrott reden. Deswegen gucke ich lieber nochmal halt in die Notiz quasi, die ich da habe. So. Penny, nicht Jenny, Entschuldigung. So, und zwar lautet es wie folgt. Moment, er übersetzt gerade nicht aus irgendwelchen Gründen. Na gut. Play as Penny, a newly decorated teen. What sucked? Suddenly. Warum wird. Entschuldigung, ich kann es jetzt gerade nicht ab, dass das nicht automatisch übersetzt ist. Wäre mir lieber. Egal. Auf jeden Fall spielen wir halt als Penny, die auf den Tod trifft und zwischen den Welten halt hin und her springen kann. Ich glaube, ich. Oh. Auf jeden Fall gehen wir auf Deutsch. Da schon mal der Anfang. Und Audio kann ich auch noch. Dann kann ich das ja hier einstellen. Es kann sein. Na komm, machen wir das so. Es kann sein, dass ich da nochmal drauf eingehe. Aber momentan. Ja, Subtitel an, genau. So. Momentan ist das so, dass wir halt, wie gesagt, als Penny ins Spiel geworfen werden, quasi, als Teenager, und irgendwie zwischen der Geisterwelt und der realen Welt hin und her wechseln und somit den Geistern oder den Lebenden ein bisschen unter die Arme greifen, so wie ich das jetzt ganz grob verstanden habe. Genauer habe ich es jetzt auch gerade nicht mehr im Kopf, deswegen steinigt mich nicht, aber ich habe halt angefragt, ob ich einen Key kriege. Ist jetzt nicht direkt am Release-Datum. Schade drum, weil ich habe das, glaube ich, eine Woche, wenn nicht sogar zwei vorher, angefragt. Heißt, das wäre genügend Zeit gewesen. Aber hey, was ich aber auf jeden Fall mache, ist euch mal die Ghost Cards einmal zeigen. Da gibt es einige. 4, 5. 5 und eine Drittelreihe. Also insgesamt sind es 5x6 plus weitere 4. Kann man sich selber ausrechnen. Sind halt 34. Und mal sehen, ob wir auch das alles vollkriegen. Ich würde aber sagen, wir machen ein neues Game. PS, ich nehme das hier im Voraus auf. 2, 3 Folgen werden im Voraus jetzt aufgenommen. Und wir schauen mal, wie weit ich komme. Death is the final punchline at the end of everyone's life. Though not everyone gets to laugh. You'll reach your own end soon enough. But this story isn't about you. This story is about the humble town of Flatwood Peaks, where you'll find a variety of pleasant folk, including one young lady named Penny Durwood. Durwood, Penny Durwood. Penny is just a regular person with a regular job, but big dreams, and an almost disturbing interest in the morbid. Oh, you might be thinking, aha, I know where this story is going. Penny will start climbing the corporate ladder at work, eventually leaving to start her own competing business,
buying out her own boss and later on in her mid-40s, realizing that all the wealth she'd accumulated could not buy back the friendship she'd sold out in her obsessive quest for corporate success. Ich tue mir leid, Tasse. That story. Weil, Entschuldigung, ich dachte jetzt, geht's quasi, dass gezeigt wird. Entschuldigung, ich dachte die Story. Ah Gott, okay, sorry. Ich hätte doch die Story laufen lassen sollen. Excuse me, dearie. Behold, mortal! You have entered the domain of the dead! To where would you like us to send your restless soul? Perhaps it shall reside in the jar of endless torment! Or, for a nominal fee, mayhaps into the wooden closet of hell, to be lowered into the very maw of Hades himself? Let me just check my husband's will. Mrs. Dowood, while I do appreciate your, passion for performance, I'm afraid this is one egregious step too far. Come on, Halloween is in a few weeks. Sorry, aber ich muss nochmal in die Option gehen, weil ich gerade feststelle, es sind gar keine Untertitel an. Und es ist aus irgendwelchen Gründen halt irgendwie ignoriert worden. So. Right, but this is a funeral home. You're fired, Penny. Well, you can. Und es ist immer noch auf Englisch, bitte. Ach, hier muss auch noch Enter drücken. Fire me? I quit. You can't quit, Mrs. Dowood. I just fired you. My quitting is retroactive, boss. How's that taste? Okay, wie steuern wir denn? Leertaste, okay. Huch. Was geht denn jetzt ab? Okay, wenn ich nach unten drücke, dann flacker ich so. Alter, das ist cool. Okay, kann ich bitte aufhören zu flackern? Danke. Okay, das Spiel. Hey, Penny, come on, boyfriend. Future Penny can easily find a new job tomorrow. But for now, present Penny is in a bad mood and wants to cheer herself up. And food, movies and smooches are gonna be perfect. Aber ich muss mal ganz kurz erwähnen, es ist noch eine sehr frühe Version von dem Spiel. So wie ich das verstanden habe. Das heißt, es wird noch richtig lustig. Weil ihr merkt ja, es sind noch so ein paar, wie gesagt, wenn ich so runterdrücke mit S, flacker ich zum Beispiel hin und her. Oder wenn ich mit einem Pfeiltaste, ah nee, warte mal. Damit kann ich die Kamera bewegen. Okay, das ist cool. Hey, can you drive? Okay. Ah nein, erzähl mir nichts. Schön, erstmal Auto fahren. Aber ich muss ja schon mal das Spiel loben. Es hat ein fantastischen so Stil. The demon horns? I like them. Yep, best part of the uniform. And I had to pencil it into the dress code. And don't worry about the job. You'll probably fall into a new one within the week. Ideally, it'll be the one that lets me keep the spooky Halloween theme. Yeah. Okay, kleine Frage. Soll ich eventuell die Texte unten vorlesen oder nicht? Ihr könnt da mal ganz gerne eure Meinungen natürlich kundtun. Auf jeden Fall die ersten drei Folgen, die jetzt kommen, sollen nur so als Appetithäppchen dienen, deswegen kommen die auch zwischen den ganzen anderen momentanen Projekten. Und einfach, weil ich gerade Lust drauf habe. Boah. Hey, the fog's getting pretty thick. Okay. Hey, der Nebel wird ganz schön dicht. Ich kann das ja schon mal machen, falls ihr sagt, nein, brauchst du nicht, dann lasse ich das weg. Ah, was zum... Whoa, are you okay? Bist du in Ordnung? Alles okay, nicht eine Kratzer. That was really lucky. Wir haben wirklich Glück gehabt. Ja. Nimm das Tod. Wir sollten besser zurück, bevor der Nebel noch dichter wird. Wir können... das kann ich jetzt nicht mehr so schnell lesen. Sorry. Come on, let's cut across the graveyard. Really? Komm, we almost ernsthaft, wir haben heute doch schon... Was denn... Okay, das ist ein bisschen zu schnell, tut mir leid. Komm ich nicht hinterher. Nah, I just say, ah, holy crap, a ghost! And then be totally cool. Classic me. Oh, Moment, ein Reifen. Ich habe so das Gefühl, dass ich mich mal ein bisschen... Wie cool ist das denn?
Ich halte S gedrückt, ne, und gehe in eine Richtung und schon läuft sie ja quasi autonom weiter. Vielleicht ein Bug, wer weiß, wer weiß. A mausoleum. Let's check it out. I don't know. Ich weiß nicht. As you can see, it's perfectly. Ach du Heilige! Entschuldigung. Das ist ein bisschen okay. Das ist interessant. Okay, ich habe so das Gefühl, es nimmt nicht komplett auf, aber es kann auch sein, dass es einfach zu kurz ist. In her words, just trying to liven things up. But it would be the last. Deciding not to let a funeral home bring her down, Penny drove off with her boyfriend, Elliot, to try to have a fun night out. And were it not for someone, or something, appearing on the road in front of them, she might have succeeded. Seeing something on the road, Penny did the sensible thing and crashed her car into a tree. Luckily for Penny, this didn't kill her. Unluckily for Penny, sneaking into the creepy old mausoleum for makeouts afterwards, only to crash through a rotting floor and fall to her gruesome death, did kill her. The end. Thank you for playing. There is no moral. Okay, fine. While as the player controlling the game, you're technically responsible for everything that happened here today, I don't blame you. Instead, like Penny, I'd like to offer you a second chance. Ey, ich hab nicht mal was gedrückt. Auch cool. Where am I? Wo bin ich? What happened? Was ist passiert? Holy crap! Ach, verdammt! A ghost. Axt! Welcome to the Geist. Komm im Land der Toten. Cute. Niedlich. No, see, there aber must be a nein, mistake, das because muss I am ein Irrtum sein. Human. Ich bin... Denial. Ah, verloren. First stage. Erste Stufe. After that there's anger and bargaining, sehr spaßig. And then depression, honestly, drag. Nervig. Then aber dann akzept... Okay, good luck on your journey. Okay, I'm not in denial. I deny it! So, jetzt sind wir in der sogenannten Geisterebene. Oh, und offensichtlich können wir ein paar tolle Kunststücke, merke ich gerade. Hallo? Nein. Er steuert sich ein bisschen schwammig. Mate, don't you think you have something you need to be doing? Aber es liegt momentan daran, dass ich ja noch nicht meine neue Grafikkarte habe, die ich übrigens ab morgen haben sollte. Welcome to the party. Zur Party. Sorry, not dead. Also, not in denial. Auch nicht in Fälle. Phase, okay. Hey there, newbie. Hey Neuling. Don't forget to book the vergiss nicht direkt if you want a place. Einen Platz. It fills up with ghosts fast. Schnell. I'm not a ghost. Ich bin kein. Wait, there's a spa? Warte. Well, there's a cesspool of tears. Can't miss oder it. It's always screaming. Irgendwie. Somehow? That's not a spa. Right. And you're alles not klar a ghost. Kein Geist. Okay, da komme ich noch nicht hoch. Excuse me, sir. You haven't fixed my problem yet, and I... My apologies, Lady Elderdoe. As I'm sure you know, staffing is an issue here, and we're all doing our best under very difficult circumstances. Now, if you've got a complaint, Form XG-532-7 can be filled out, and... Yes, I've got a complaint. I've been stuck here with unfinished business. You need to fix this right now. I'm telling you right now, if you don't, I'll... Again, gesagt, Lady Elderdoe, if you've got a complaint, the wonders of Form XG-532-7... Ja, okay. Okay, ja, ja, ja. Hey, ja, komm. Sorry to interrupt, whatever this is, but I think there's a small chance I may have died, somehow, and... Wait, what are you doing here? Demons aren't allowed on this level.
Oh, I'm not a demon. I'm actually just... Oh my gosh, the temp I ordered, finally! The Nein, temp? Oh the god. Temp! Finally, after 1,825,911,238 hours without a break, I get a vacation! Oh, the moon, here I come! The moon? You've never been? It's the one place near Earth where nobody has ever died. No ghosts, no demanding restless spirits, just a peaceful wasteland of rest, relaxation, and rock collecting us over 300,000 kilometers from the nearest soul. Can't wait. You'll need this scythe. Okay. And this cloak. Company policy. But... And I'm sure Lady Elderdo can provide any training you need. She clearly believes she knows what's best for everyone. Why, you insolent. Well, goodbye. Death is going on vacation. Macht Urlaub. Moment, der Tod macht Urlaub. Alle mal aus dem Fenster springen. Nein, keine Ahnung. Ja, jetzt sind wir auf einmal der Tod. So kann es gehen, ne? Von einem normalen Job gekündigt werden wir auf einmal... Huch. Ich weiß nicht, soll das so sein, dass unser Gesicht schwarz wird, wenn wir nach links gucken? Ich lass mich mal wie ein Flummiball durch die Gegend hüpfen. They didn't give you any training at the temp office, did they? No, because typical. I'm not... Just typical. Alright, I'll give you the basics. See those ghost critters? I need you to catch them. Throw your scythe up there, then use its switcheroo powers to teleport yourself right to it. Wait, this thing teleports? No way, no way! That's awesome! I can definitely be the temp lady. Okay, bitte... Okay, ich hab's noch nicht. Ah, warte mal. Mit E habe ich das. Okay, Moment. Alles klar! Es ist ein bisschen schwammig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es wird stückweise. Alright, you're not as completely useless as I'd feared. Thanks. It's time to possess a human. Possess? Like actual crawl on the ceiling while vomiting possession? That's rarely necessary. See that chap? Once you have enough ghost critters, try possessing him. Okay. Halte E. Was? Drück, um sie zu besitzen. Ah, Moment. Hier sind aber gerade neue... Ich weiß, wahrscheinlich bringt das nichts, wenn ich die jetzt immer permanent hier einsammle. Aber ich will noch mehr. Einfach aus Prinzip. Okay. Ach, das kostet mich sogar. Ooh, this is insane. I'm actually inside this guy's head. And there's all these things I can pull. What does this do? Live in fear. The Bulkman is here. Mit zwei kannst du Gedanken der Leute lesen. Man, I'm the best at naming ice cream flavors. I can name 50 of them, no problem. Including two secret flavors from the government. What are the secret government flavors? Yeah, right. Like I'd tell a voice in my head that. Nice try, telepathic ice cream cone. Huh. Seems like you learn all sorts of useful things while mind reading. And less useful. Now, what happens if I push here? Okay. This is fun. I shouldn't have mixed pistachio and lemon. They clash.
Whoa! Come on! Hey! Entschuldigung, aber das ist gerade schon lustig. Hey! Besessene Person freizugeben. Nö! Die wird jetzt erstmal schön geärgert. Well, get back here. Is it a crime for officers of the law to love ice cream? I'm really asking. I don't know. I don't want to get into trouble. All right! Oh, this is great! Ich will mich nur umdrehen, genau. Ah, wonderful. Yeah. Oh, this is great. Okay, da kriege ich keinen Ärger, schade. All right. Evil ice cream is taking control over my legs now. Kann ich? Nein, schade. Ich will eigentlich ganz gerne. Just don't feel right. Oh, this is great! Yeah! All right! Wonderful! Na gut. All right, that's enough, Tim. Aufpassen, Aushilfe. I'm pretty sure ich bin I got mir murdered. Ziemlich sicher, dass I remember getting married and then bam, Corp City. Oh, I can't move on until my killer is brought to justice. I'm freezing my bum off, so I'm in some place cold. Okay. And it smells like, I won't say, TV dinners? Go find my killer, Temp. I have a feeling you should check my bridegroom's mansion. It's up in the forest. You got to cross the lake. That way. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal an der Stelle ganz kurz Schluss. Ich muss nämlich mal... glaube ich gleich überprüfen, ob mein Aufnahmeprogramm überhaupt richtig läuft in Bezug darauf. Ah, okay. So kann ich auch noch ein paar rausholen. So, 50, das sollte erst mal hin. Aber wie gesagt. Oh, so that's how come nobody can escape death. There's a magic map on his scythe. It all makes sense. Karte anzeigen. Alles klar. So, wir sollen. Achso, wir sollen zur Villa. Das ist die da oben. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung. Feeling you should check my bridegroom. Ja, ja, okay, das ist halt schon klar irgendwie. Okay, okay. Muss ich vielleicht... Okay, nein, ich muss in die andere Richtung. Oh, schön erledigt. Huch. Ah, komm. Was hat die denn? Hey, did you notice that weird ghost hand up there? I'm pretty sure I saw it grab a monster. Thanks for the tip. Need any hand with that fire on your head, or... No, gut schon, danke. I'm fine, thanks. Sehr schön. Das ist, oh Mann, ich finde das irgendwie amüsant, aber auch gleichzeitig ein bisschen gemein irgendwie. Man sagt ja immer so, in der Hölle brennen. Ah. Ahoy! I see old secret mistress has caught your eye. Huh? Why, the boat land lover. Named her myself, I did. After me mistress, who, incidentally, I absolutely did not want my wife to know about. You know, I would have guessed building a boat that you effectively named the SS I'm having an affair, I'd have tipped her off. Oh, that it did. Oh, my wife murdered me in a jealous rage. Nicked me before I could finish painting my boat. All her planks need now are a fresh coat of paint, and I could finally rest my weary bones in peace. Okay.
Ganz kurz erläutert. Finde einen Weg über den Fluss, finde einen Eimer mit... Was? Okay. Na gut. Okay. Nur schalt da auf der Karte. Ja. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder Begriff von irgendeiner nehmen. Okay, das mag mir gefallen gerade. I'll take that as a no. Team attack! Whoa! Stop! Hey! You! Hey! Hey! You! Ich hab ihn, glaube ich, zerbissen. Hoppla. Ah ne, er ist aus der Tür raus. Verstehe, ich war zu bissig. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz gucken auf der Karte. Was? Wie bin ich denn da hingekommen? Hä? Ah doch, ist ja richtig. Ist ja total... fantastischerweise irgendwie richtig. Where are you, Tooth Fairy? You took my bit. Ah, es gibt so eine Art Fahrstuhl. Moment. Bla bla. Ich dachte, das wäre eine Tür, Entschuldigung. Okay, ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich würde aber sagen, wie gesagt, da hätte ich ja momentan eher noch... Okay, ich vergesse es. Ich hole mir auf jeden Fall meine 8 Souls wieder. So. Und jetzt bin ich gerade an Überlegen... Musste ich. Hey, ich musste doch hier oben hin, oder nicht? Ah, aber hier irgendwo. Ja, komm, dann nehme ich mir mal hier die Freiheit. Where's this coming from? Whoa, hello, whoa, whoa! Bitte was? Warte mal. Huch! Nein, ich wollte nicht. Ah, verdammt! Falsche Tasse erwischt. Ah, okay, ich kann dann einfach wieder rein. Okay. You think I call myself? Oh, that's a nice poking right there. Oh, that's a good poke. Please, lock me up all you want. I'll break free, and then I'll poke. Ooh, that's
Seriously, the best ice cream I've ever eaten. You have been poked by the poke. Sweet. All right. Oh, sweet. Nice. Oh, sweet. Wonderful. This is great. Oh, sweet. Wonderful. This is great. Nice. Wonderful. Nice. This is great. Nice. Wonderful. Great. Okay, ich habe was geschafft. Mal sehen. Ach so. Lady Elderbaut. Elderbaut? Keine Ahnung. Cool. Lady Elderbaut, geboren, jung und pleite, hatte zunächst den Versuch unternommen, oh Gott, dieses Schwabern ist ein bisschen gerade schwierig dann zu lesen, im Exportgeschäft mit wilden Eichhörnchen erfolgreich zu werden. Als dieses Unternehmen bankrott ging, eröffnete sie stattdessen eine Bank. Dieses Geschäftsmodell lief erheblich besser an und führte auch dazu, dass die Lady ihren Namen ändern ließ. Ihr bevorzugter Zeitvertreib besteht im Häkeln, Lesen, Gründen von neuen kaufmännischen Unternehmen und Eichhörnchen. Okay. Geboren 1939, verstorben 2017. Okay. This is great. Yeah. Ich würde mich auch fragen, wenn ich der Typ wäre. Okay, was gibt's denn sonst so noch? Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier doch an der Stelle mal Schluss. Ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass es weiter aufgenommen hat, aber ich habe so nicht das Gefühl, deswegen. Von daher, notfalls spiele ich bisher bis zu dieser Sache hier wieder hin. Keine Ahnung, wie ich das machen will. Aber ich würde sagen, bis dahin, haut rein und ciao.